Jo, herzlich willkommen zurück zum Max Payne. Jetzt mit neuer Audiomache direkt ab OBS Studio dann hier mal. So, wollen wir mal gucken hier. Wow. Direkt verreckt. Haben wir es erstmal überstanden, ja. Sehr schön. Junge, Junge, Junge. Mächtig was los hier. Painkiller sind schon wieder alle für die Katz und weg. Ja, dann. Wow. Da sind ja welche. Gewesen. Ja, sonst ist hier nichts weiter anscheinend. Ja. Keine Painkillers versteckt oder dergleichen. Okay. Ja, nun denn. Ich meine mich zu erinnern hier. So ein bisschen. Hab es ja irgendwann in der Vergangenheit auch schon mal ziemlich weit zumindest gespielt, wenn nicht sogar durch, ne? Ist ja klar. Ach, shit. Ja, komm, dann macht mich fertig hier. Hat ja sonst keinen Zweck. Wahrscheinlich ein Dach von einer von so einem, ja, von einer Garagenhütte hier, ne? Ja. Jetzt müssen wir hier runter. Wie auch immer wir hier hingekommen sind, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich zuletzt gespielt habe, ist ja schon wieder ein paar Tage her. Ja, die werden dann schon mal erledigt. Da gibt es Painkiller, den brauche ich auch. Junge, 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 schwer was los hier. Alter. Geht denn hier? Aber man habt ihr Eier am Wandern? Da hart hier. Geht mächtig die Post ab. Ein bisschen umgucken, da gibt's Painkiller in der Ecke, okay. Einfach mal hier rumlaufen. Irgendwo was. Aha. Da gab es zumindest Munition versteckt. Lohnt sich immer zu gucken und zu looten, wie ein Irrer. Oh. Jawohl, ja. Dann sieht das ja schon mal wieder gut aus. Dann sind wir wieder gut bestückt hier. Fette Action hier. Fahrstuhl ist deaktiviert anscheinend. Oh, ha, 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 ha.
einen schönen Schädel eigentlich eingehauen, ne? Beim rückwärts springen. Ja, kannst du schon wieder, ne? Da steht ein Wagen. So, gut. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wow, shit. Boom. Oh, macht euch mal selber fertig, das ist auch immer ganz nett. Das nehmen wir mit. Alter. What the hell, ey. Gibt's mal auch schön Ruhe hier. Ich speichere gerade ein bisschen viel, merke ich, ne? Aber gut, es stört ja den Spielfluss jetzt nicht so. Mit dem Schnellspeichern. Die kann man aufmachen, die Kiste, ne? Ja. Gibt's jede Menge Zeugs hier. Jo, jo. Hat er mich weggenatzt. Ja gut, dann nehme ich halt auch die Colt-Kommando. Geht ja auch mal ohne. Slow Time da. Oh, habe ich eine weggenatzt. Steht eine Tonne, die kann man hochgehen lassen. Wenn man dagegen schießt, das ist gut, das jetzt zu wissen und vielleicht auch zu beachten. Das werde ich mich mit Sicherheit brauchen. Ob das so richtig war. Da steht einer. Uah. Alles wegnatzen hier, was da geht und steht. Das ist Igel und Uzi-Muni. Könnte man ja vielleicht auch mal nehmen und probieren, ja. Hinterkopf behalten, dass wir hier Munition dafür kriegen. Ha, ha. Ja, moin. So geht's nämlich auch.
Desert Eagle kann man ja auch mal probieren, ob damit was geht. Ne? Auch ein cooles Teil. Aber geht auch nicht übel, ne? Ach du Scheiße. Und weg ist er. Das ist hier so nix. Hey du. Da kommt noch einer. Der hat mich jetzt auch ein bisschen erwischt, aber damit können wir leben. Haben wir genügend Painkiller am Start. Hier gibt es schon wieder welche. Speichern lohnt sich. Jo. Knapp 10 Minuten noch ungefähr hier. Max Payne. Boah, Alter. Geh mal fort, Junge. Was? Der Schreckeffekt ist immer noch vorhanden, immer wieder. Hier geht richtig die Post ab. Hier ist ein Fahrstuhl. Jojo. Dann hätte ich mir die Tonne hier vielleicht besser aufgehoben, wa? Naja, gut. Lief ja so auch ganz gut, ne? Jo, dann schauen wir mal, was hier jetzt los ist. Berichte über ein Feuer auf dem Punchinello-Anwesen in Westchester. Auf dem Anwesen lebt Angelo Punchinello, der mutmaßliche Kopf des Punchinello-Clans. Nach Angaben der Polizei ist Max Payne entgegen früherer Aussagen noch am Leben und auf der Flucht. Er setzt seine Vendetta gegen die Mafia fort, da dieser letzte Akt der Brandstiftung zugeordnet wird. Ich konnte mich nicht erinnern, irgendwelche Feuer gelegt zu haben, aber ich erinnerte mich an die Flammen. Okay. Na dann. Bisschen Rotzgun-Action wäre auch ganz cool, ne? Habe ich dann eine? Ja, durchaus. Die Pump-Action-Shotgun, ne? Oh. Komm da einfach um die Ecke. Verarschen. Mit genau der Wumme hier. Fnipp, 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 fnipp. Junge, Junge, Junge. Zack, erstmal Munition gleich wieder geholt hier. Weggenutzt. Oh shit. Irgendwie habt ihr euch selber kalt gemacht, Jungs, ne? Wow, 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 wow. Ja, genau. Junge, Junge, Junge. Ab wann kommt denn wer wo? Ja, er hier. Plötzlich steht er da. Dann war aber noch einer, ne? Ah, da, hinterm Auto. Finde es mal cool. Ich mag jetzt auch mal Molotow einsetzen, aber ja, klappt nicht so wie ich will. Kann wohl nicht so weit werfen. Alle verbraten.
kompletto. Oh Gott, ey. Im Himmel. Krieg im Parkhaus. Glaubst du, nenn nicht die Folge hier? Das passt ja ganz gut. Oh, du Sack, ey. Ja, das passt, denke ich, echt ganz gut, ne? Krieg im Parkhaus. Na, ich möchte wetten. Da gibt's was. Oh. Bei denen kann man nämlich immer die Türen öffnen. Habe ich nur eventuell das Problem, dass ich hier nicht mehr wegkomme, wa? Hier hinten durch. Ja, dann halt so. Auch gut. Das ist keine Tonne, die man hochjagen kann. Ich habe ihn trotzdem erwischt, das ist auch lustig. Jojo, dat. Wie sieht's aus hier? Sind wir mal durch endlich? Exit only? Oder? Ich kann das ja auch mal ohne Slow-Mo machen, ne? Ohne Slow-Mo? Siehst du mich nicht, oder was? Und tschüss. Jo, ich mache hier erstmal Pause. Ja, sind ja schon 18 Minuten, reicht auch. Bis dann, ne? Haut da rein. Ja. Da die 20 Minuten hier eh schon fast voll sind, beende ich hier dieses Video erstmal und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Max Payne.